Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues super tolles Rezept für euch. Ihr werdet wirklich staunen. Ich habe so leckere Käsebällchen gemacht, also die. Und die macht man nur mit drei Zutaten. Also wirklich nur ganz einfache Zutaten, die man oft auch schon zu Hause hat. Sie schmecken sehr, sehr lecker und gehen einfach irrsinnig einfach in der Zubereitung und schnell. Ja, und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, als erstes habe ich hier genau 250 Gramm geriebenen Mozzarella. Hier gebe ich jetzt genau 50 Gramm Maisstärke dazu. Das ist eine ganz normale Speisestärke. Das Ganze werde ich jetzt einfach nur ein bisschen mit dem Löffel vermengen. Und nun gebe ich hier ein mittelgroßes Ei dazu und werde alles gut miteinander gut durchrühren, dass sich das auch überall so gut wie möglich miteinander vermischt. Fahrt wirklich auch schön auf den Boden und rührt das richtig gut durch. Und wenn das Ganze dann in etwas so aussieht, dann, ich nehme jetzt da noch das mit von meinem Löffel, einfach nur weil da auch Ei drauf ist und ich will da die ganze Flüssigkeit, was ich dazu gegeben habe, will ich auch dazu haben. Und jetzt vermenge ich das noch ein bisschen mit den Händen, ganz kurz, um alles noch besser zu verteilen. Und dann können wir das schon so ein bisschen quasi kneten, damit man dann einfach sieht, wie es zusammenhält. Und sollte das so in etwa sein, dann ist das genau richtig. Das heißt, wir können das dann auch schon formen, weil das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, wie groß die Eier sind, die man benutzt. Aber wenn es in etwa diese Konsistenz hat, dass man das formen hat, dann ist das genau richtig. Und nun nehme ich mir einfach etwas von der Masse und werde mir daraus Kugeln formen. Ich mache das einfach so nach Gefühl. Die sollten halt in etwa die gleiche Größe haben, aber ihr müsst das bitte nicht abwiegen. Ihr könnt dafür immer dann einen Esslöffel nehmen oder wie groß ihr sie halt haben wollt. Aber ja, man könnte sie natürlich abwiegen, aber ich finde das da jetzt halt irgendwie unnotwendig. Seht ihr, ich habe mir da einfach nur so eine kleine Kugel geformt. So sieht die aus. Und so verfahre ich jetzt mit dem ganzen restlichen Teig, bis ich einfach alles schön aufgebraucht habe. So, ich bin dann mit den Formen fertig. Seht ihr, so viele habe ich jetzt von denen rausgekriegt. Jetzt können wir sie dann auch schon frittieren. Ich habe mir jetzt hier einfach nur eine Pfanne mit neutralem Öl, in meinem Fall Sonnenblumenöl, erhitzt auf mittlere Hitze. Ein Thermometer wäre da wirklich super. Es sollte so zwischen 150 und 160 Grad haben. So, bevor wir das jetzt frittieren, bitte Kinder und Jugendliche machen das zu Hause nicht nach, egal wie lecker es aussieht. Entweder fragt ihr eure Eltern oder macht das mit ihnen zusammen, aber bitte nicht alleine zu Hause auf die Idee kommen, das nachzumachen. Weil das ist trotzdem heißes Öl und das sollte man zu Hause nicht ohne irgendeine Aufsicht bzw. Erlaubnis haben. Gut, jetzt werde ich einfach nur die ganzen Bällchen da so hineingeben. Aber bitte, ihr könnt natürlich auch jeden Topf oder was auch immer ihr habt nehmen. Und da gebt ihr einfach so viel Öl hinein, dass die Teilchen da einfach schön schwimmen können. Ich nehme gern die Pfanne, weil da kann ich die gleich alle auf einmal machen. Vorsichtig gebe ich sie hinein. Passt nur auf, nicht, dass das Öl dann nachspritzt. Seht ihr, so sieht das aus. Und jetzt wende ich sie halt schön, damit sie überall gleichmäßig schön goldbraun werden. Das geht eh ziemlich flott, wie man sehen kann. Ah, und was ich vergessen habe zu sagen, schaut, dass die da genügend Platz drinnen haben, weil die kleben sonst gern zusammen. So, immer wieder schön drehen, aber die sind eh gleich einmal fertig. So, meine Lieben, und wenn die dann so schön goldig braun sind, sind sie dann auch schon fertig. Seht ihr, so in etwa sollten die aussehen. Und jetzt gebe ich die mir einfach nur auf ein
Küchenpapier, also auf Küchenrolle, einfach nur, dass das ganze überschüssige Fett schön aufgesaugt wird. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt fertig aus. Wie ihr sehen könntet, wirklich okay zuki. Ihr könnt sie dann beliebig mit Soßen oder was auch immer ihr dazu wollt essen. Ich habe jetzt etwas Ketchup und Mayonnaise raufgetan. Mein Mann zum Beispiel hat das gern mit Preiselbeermarmelade. Also da sind die Geschmäcker wirklich verschieden. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses einfache Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, berichtet mir im Nachhinein, ob ihr die nachgemacht habt, wie die euch geschmeckt haben und wozu ihr sie gern gehabt habt. Ich freue mich auch sehr über Fotos, die könnt ihr mir entweder posten auf Facebook, auf Instagram oder auf meinem Blog, wo ihr auch viele meiner Rezepte nachlesen könnt bzw. auch ausdrucken. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!